Moin, in diesem Video zeige ich dir mein Reference Template. Das ist so eine Mischung zwischen Lernen, wie andere Mixe gemacht worden sind, beziehungsweise wie mein aktueller Rough Mix dagegen performt. Und ich habe dieses Template so weit aufgebaut, dass ich direkt an den Mixen was verändern kann, sodass ich gleich versuchen kann, an den Reference Mix ranzukommen. Und ich benutze dieses Template natürlich auch zum Lernen, wie andere Mixe gemacht worden sind, welche Frequenzbereiche sie mehr betonen oder mehr absenken, durch die verschiedenen Genres hindurch. Aber schaut selbst, das Template selber werde ich zum Download anbieten auf meinem Blog Klangwerk. Und ja, legen wir einfach mal los, oder? So, dann lasst uns da mal direkt reindeifen, wie das so schön heißt. Also, ich habe hier ein Template, das heißt bei mir Reference Analyzer Template. Das gibt es zum Runterladen auf meinem Blog Klangwerk. Und was das im Endeffekt hat, es hat hier mehrere Audio-Tracks, die ganz normal auf minus 10 normalisiert sind. Und die sind gruppiert hier auf einen Metering-Gruppentrack. Der erste ist frei, alle anderen sind gemutet. Und in diesem Gruppentrack befinden sich etliche Devices. Das eine ist ein EQ Plus, dann mein Auraton 2 Template bzw. Device oder Preset, was mit in dem Template drin ist. Und das Einzige, was da noch dazu kommt, sind zweimal der Voxengo Span Analyzer, Spektrum, wie auch immer. Dann habe ich hier in der Projektleiste Remote Controls, habe ich mir etliche Pages angelegt. Wenn ich jetzt das gerade mal hier öffne, dann sieht man hier einfach, was ich da gemacht habe. Ich habe für die verschiedenen Kanäle, für die 6 Tracks, habe ich Volume-Regler reingemacht. Ich kann den EQ an- und ausschalten hier. Und das ist mein Master-Volume, wenn ich das panischerweise brauche. Dann habe ich pro Kanal nochmal einen Volume-Regler und den Mute-Schalter reingelegt in die Remote-Controls. Ich komme gleich dazu, warum ich das alles über die Remote-Controls mache. Dann ist hier nochmal das Auratone abgebildet. Das heißt, das 1:1 das hier. Dann komme ich zu den EQ-Settings. Hier habe ich zum Beispiel eine Shift-Funktion, einen Output-Gain. Hier ist die Shift-Funktion. Dann kann ich die Range hier umstellen. Das ist das hier, damit ich die verschiedenen Stufen hier einstellen kann. Dann kann ich hier Adapt EQ einschalten und ausschalten, wenn ich das haben will. Und dann kann ich die einzelnen Bänder ansteuern und die einzelnen Bänder dann auch auf Solo stellen. Das ist leer. Hier habe ich On-Off nochmal. Dann geht es auch schon zum EQ. Ich habe die zwei EQ-Punkte. Da kann ich den Modus hier einstellen. Das sieht man hier dann. Off und alles mögliche, Frequenz, die Gain und den Q-Faktor für einen zweiten EQ-Punkt. Das Ganze nochmal wiederholt für einen dritten und einen vierten EQ-Punkt. Ich denke, mehr ist dann auch nicht notwendig, um erstmal grundsätzlich eine Idee zu bekommen. Ich glaube, wenn man mehr EQ-Punkte braucht, dann sollte man nochmal sofort zurück auf seinen Rough Mix. Dann habe ich hier nochmal die Option, dass man die einzelnen Punkte, hier sind es jetzt halt 8, ausschalten kann. Und dann sind hier die zwei Voxengo Spans, die man an- und ausschalten kann, wenn man das braucht. Und hier kann man noch das Metering von den Voxengo Spans ändern, wenn jemand ein anderes als das Standard DBFS RMS Metering haben möchte. Das ist alles hier in den Projekt-Remotes drin. Die sind standardmäßig hier mit den Volumes verbunden. So, und hier unten ist dann hier der EQ Plus, das Auratone-Tool und die zwei Voxengo Spans. Eigentlich nichts Besonderes. Standardmäßig wird der bei mir so geladen, dass ich quasi hier mir diese Wellenform reinziehen kann. Ich nehme jetzt einfach mal einen Rough Mix von mir hier rein. So, wenn ich auf den Kanal gehe, gehen mir hier diese ganzen Devices weg. Wenn ich das sehen will, gehe ich wieder hier hin. Ansonsten kann ich hier einfach auf die Projekt-Remotes klicken. Muss ich nicht unbedingt sehen, für den EQ ist es halt irgendwie schön. Warum das standardmäßig so groß ist, liegt einfach daran, weil ich erstmal schon mal die Welle sehen will, was ist hier gemacht worden. Hier sieht man ordentliches Clipping am Start, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist ja jetzt auch kein fertiges Master oder ein wunderbar gemachter Rough Mix. Das jetzt einfach nur als Beispiel, habe ich jetzt einfach mal schnell gemacht, damit ich mein eigenes Stück nehmen kann.
weil es sonst ja von der Plattform her dann unter Umständen wieder Restriktionen gibt. So, mit den Projektremotes ist es halt deshalb von Vorteil, weil ich jetzt hier wunderbar meinen Korg Nano Control benutzen kann. So, das heißt, wenn ich die Projektremotes fokussiert habe, dann kann ich jetzt quasi alles mit meinem Controller hier steuern. Und zwar kann ich jetzt einfach hier die Volume hier verändern. Dann sieht man auch links oben, wie das Audio, das ich verstelle. So, was ich jetzt noch mache, vielleicht mache ich dann doch nochmal die Webcam weg, klicke ich hier diese zwei Voxengo Spans an. Die sind ein bisschen unterschiedlich konfiguriert. Ich mache jetzt mal das Master runter, damit es jetzt nicht unbedingt laut wird. Und zwar diese beiden Voxengos sind hier zum einen mal, das sieht man hier schön, einmal mit einem Average und mit einem Max-Type ausgelegt. Das Ganze ist mit einer Block-Size 8192, das geht bis fast 0 dBFS hoch. Und was man hier einfach sieht, ist zum einen ganz, ganz hinten, dass der Max-Type und hier vorne sieht man den Average-Type, das heißt quasi die Maximal-Average. Und zwischendrin bewegt sich halt relativ langsam die Veränderung, wodurch sich dann quasi das, was stehen bleibt, sich bildet. So, wenn ich hier draufklicke, wird das resettet und er fängt von vorne an. Auf der anderen Seite habe ich das ein bisschen dynamischer gemacht und hier habe ich die Realtime Average und die Realtime Max genommen. Das heißt, das vordere ist die Realtime Average, das könnte man vielleicht die RMS sagen oder der Body eher, und im Hintergrund sind dann eher die Peaks zu sehen. Und das Ganze ist auch in einem etwas kleineren Block Size 4096 und auch etwas schneller gehalten als hier, damit man so ein bisschen die einzelnen Obertöne sehen kann oder die einzelnen Peaks sehen kann, die hier stattfinden, sodass man auf einen Blick eine schöne Übersicht hat, was hier eigentlich mit dem Sound passiert. So, jetzt schalte ich einfach die Webcam wieder ein, wenn ich von vorne wieder anfange. Das Schöne an den Voxengo Spans finde ich persönlich, ich habe das extra hier schön auf groß gemacht, damit das auch ordentlich auffällt. Man kann schön mit der Maus hier lang gehen und einfach gucken, welche Töne sind das, welche Frequenzen sind das, kann man sich schön raussuchen. Wo findet das Ganze statt? Hier zum Beispiel, das scheint in G komponiert zu sein. Und wenn ich die Steuerung-Taste gedrückt halte und die Maustaste drücke, kann ich dann Bereiche davon separat abhören, wenn ich das jetzt ein bisschen lauter hier mache. Und mit dem Mausrad kann ich das breiter und schmaler machen, gedrückte Steuerungstaste, Maustaste gedrückt und Mausrad. So, und dann kann ich mir das hier anhören, ein bisschen leiser machen, lauter machen, wie ich das gerade brauche in dem Bereich, sodass ich viel genauer gucken kann, das geht natürlich auch hier, viel genauer gucken kann, was passiert in welchem Frequenzbereich. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen Frequenzbereich hier haben will, dann klicke ich einfach mit der rechten Taste rauf und dann sieht man hier unten, dass diese Frequenz kopiert worden ist. Und die kann ich dann zum Beispiel in meine EQ einfügen, wenn ich das möchte. Okay, das heißt, ich sehe jetzt wunderbar, was hier Sache ist. Ich lasse das mal so ungefähr auf der Lautstärke. Ich denke mal, das ist okay. So, jetzt kann ich hier bei den Volumes das anpassen an meine Lautstärke, wie ich arbeiten will zum Beispiel, und kann jetzt einfach umschalten auf zum Beispiel den Kanal 1. Den könnte ich jetzt einfach muten an der Stelle oder wieder scharf schalten. Das heißt, wenn ich auf einem anderen Kanal zum Beispiel einen Referenztrack habe, wo ich wissen möchte, wie klingen die jetzt gegenseitig, dann kann ich das jetzt quasi einfach so austauschen. Der erste ist gemutet, der zweite läuft, wenn da jetzt einer drin wäre, und andersrum. Und kann die natürlich auch nochmal Level matchen, sodass ich vielleicht dann ungefähr die gleiche Lautstärke habe und nicht Äpfel mit Birnen vergleiche. Okay, auf der nächsten Seite ist dann das Auratone-Tool. Wie gesagt, das sieht hinter dem, hier dahinter, sieht das genau gleich aus wie hier vorne. Und da kann ich jetzt halt einfach auch lauter, leiser machen hier.
nochmal, wenn es denn sein muss. Ich kann das, die Auratonboxen anmachen, wo dann ein Teil rechts und links von der Frequenzbereich wegfällt. Lass es gleich nochmal von Anfang an laufen. Das heißt, da hört man dann, da fehlen die Bässe und die Höhen so ein bisschen. Das ist so Küchenradio quasi. Dann kann ich das Ganze auf Mono stellen. Oder Auraton und Mono und kann dann mit dem AB-Knopf den Unterschied hören. Das Schöne ist, ich könnte jetzt einfach hierher zurück zu meinem Referenztrack und könnte jetzt einfach sagen, ich will jetzt mal hören, wie der Referenztrack sich mit Auraton und Mono anhört. Zum Beispiel. Okay. Dann mache ich die beiden wieder aus und gehe mal eins weiter. So, jetzt komme ich in den Bereich EQ-Settings. Und bei EQ-Settings kann ich hier zum Beispiel die Range anders gestalten. Ich kann den Output verändern und ich kann eventuell irgendwelche eingestellten EQ-Kurven hier nochmal rumschiften, wenn ich das möchte. Den Adapt-EQ kann ich ein- und ausschalten und bei dem Fokus kann ich dann, sieht man hier unten, auf die verschiedenen Bänder zugreifen. Und kann dann die Bänder zum Beispiel auf Solo schalten. Da war ich jetzt im falschen Bereich. So, weiter geht's mit dem EQ. Hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme beim EQ 1, nehme ich mir zum Beispiel einen Low Cut. Und den schiebe ich mir jetzt in der Frequenz wohin, wo ich will. Kann am Gain rumspielen, was im Moment gerade nicht so viel bringt. Ich kann am Q rumspielen, wenn ich hier vorne jetzt ein bisschen mehr nehme. Zum Beispiel kann ich das wunderbar einstellen. Das Schöne ist, ich kann hier mit den Federn halt wunderbar Sachen einstellen, ohne dass ich die Maus nehme, und zwar mit beiden Händen gleichzeitig, quasi mit allen 10 Fingern oder mit allen 8 Federn gleichzeitig, wenn ich das kann. Auf der nächsten Seite EQ-Punkt 3 und 4. Dann kommt eben nochmal, dass ich die auf ausschalten kann oder anschalten kann. So, machen wir mal alle aus. Zack. Oder wieder alle an. Jetzt habe ich es wunderbar verschoben. Okay. So, und dann komme ich in die Voxengo-Span-Einstellung. Die kann ich dann halt einfach ausmachen. Was vielleicht manchmal gar nicht schlecht ist, weil dann stoppt einfach der Bildschirm, wenn ich den einfrieren will. Das ist eigentlich manchmal eine gute Sache. Einziger Nachteil ist, wenn ich es wieder anmache, ist der halt einfach resettet. So gesehen ist das einfach eine Reset-Funktion, wenn man so will. So, gehen wir jetzt einfach mal hier in meinen Mix rein. Nochmal von Anfang an. Ich glaube, das ist zu laut. Nee, gar nicht. Okay. So, jetzt gehe ich einfach hier rein und habe schon zum Beispiel eine Idee, was hier nicht stimmt. Das Low-End sieht zum Beispiel ein bisschen schwach aus für so einen Track. Also gehe ich in mein EQ und füge zum Beispiel jetzt einen zweiten EQ-Punkt ein und wähle mir da jetzt zum Beispiel einen Shelf ein und ziehe mir den jetzt einfach mal so ein bisschen hoch und guck mal, was ich da machen kann. Jetzt dreht der natürlich voll durch. K.
keine gute Stelle, aber wir sind gleich soweit. Da oben sieht man immer noch so ein bisschen, ups. Da oben sieht man immer noch so ein bisschen die Wellenform. Wenn nur eine Wellenform reingeladen ist, ansonsten müsste man die beiden Boxengos ein bisschen runternehmen, dann sieht man die Welle hier. Aber man sieht wenigstens so ein bisschen die Position. Hier immer noch ziemlich überm Limit, das muss jetzt gerade nicht sein. Okay. Ist. Und bei dem zweiten, wenn ich hier reingehe, wird es ein bisschen dicht. Dann nehme ich einen dritten EQ-Punkt und mache da nochmal eine Bell-Kurve dazu. Setz den irgendwo bei 300 vielleicht hier runter und einen breiteren Q vielleicht. Also wäre das Richtige. Ich weiß, dass ich immer in diesem Bereich so ein bisschen zu viel habe und das muss ich dann immer ein bisschen korrigieren. Wenn ich jetzt den EQ an- und ausmache, klingt das schon mal gleich eine ganze Ecke anders. Und jetzt weiß ich, dass ich mindestens zwei verschiedene Punkte habe, an denen ich nacharbeiten muss. Das heißt, ich muss hier die Bässe ein bisschen stärker betonen in den einzelnen Tracks und ich muss gucken, wo sich der Sound hier in den unteren Mitten ansammelt und den dann Stück für Stück ausschaben, damit ich zu dem von dem Sound, der so ein bisschen blechern klingt, auf den komme. Vielleicht nicht ganz so weit ausschaben. Jetzt natürlich hier gerade wieder am Ende. So, dann kann ich mir die Werte so ein bisschen ablesen und sehe dann, okay, bei knapp 300 Hertz sind es minus 6 dB oder ein bisschen minus 7 dB in der Richtung. Dann habe ich eine Anhebung bei knapp 100 Hertz um 12 dB, wobei die schieben sich ja ein bisschen runter auf die, naja, wahrscheinlich nicht ganz bis auf die 30 Hertz runter, aber so in diesem Bereich 30 bis 100 Hertz brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Low-End. So, und das sind meine Aufgaben, womit ich jetzt zurückgehen kann an meinen Mix und die einzelnen Tracks durchgehen und schauen, wo kann ich was jetzt wegnehmen. Und das ist schon das gesamte Template. Was ich natürlich auch machen kann, ohne den ganzen EQ, dass ich mir einfach Lieder anhöre und mir einfach diese Frequenzspektren anschaue. Zum einen mal die linke Seite und einfach mal gucken, wie sieht der Song generell aus, wo hat er seine Schwerpunkte. Da muss ich natürlich auch mit in die Kalkulation reinnehmen, welche Instrumente, welche Charakteristik, welche Klangfarbe hat dieser Sound. Natürlich auch welches Genre, ohne Frage. Und ich kann aber gleichzeitig auf der rechten Seite schauen, wo passiert da ziemlich viel? Wo passiert ziemlich viel mit sehr viel Peaks? Und wo passiert vielleicht viel oder weniger mit relativ wenig Peaks, also sehr ausgeglichenen Klangspektren oder Peak-Body-Bereichen?
So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, das hat euch was gebracht und ihr konntet davon was mitnehmen. Wie gesagt, das Template gibt's zum Runterladen. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Blog Klangwerk. Und ich würde mich einfach über Kommentare freuen, wenn ihr mir schreibt. Das war's an meiner Stelle. Dann wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.